Hier hat sich gerade der grüne Finger von der Demonstration abgespalten, um jetzt in Richtung Tagebau vorzudringen. Wir sind gerade auf dem Weg, um heute die Braunkohle zu blockieren und endlich etwas zu machen für Klimagerechtigkeit. Wir sind hier im Rheinischen Braunkohlerevier, wo 4.500 Leute dem Aufruf der Organisation Ende Gelände gefolgt sind, um hier gegen den Braunkohletagebau Hambach zu demonstrieren. Wir sind hier gerade mit einer legalen Demonstration in dem Dorf Bühr gestartet und hier hat sich gerade der grüne Finger von der Demonstration abgespalten, um jetzt in Richtung Tagebau vorzudringen. What do we want? Climate justice! When do we want it? Now! Wir sind als queerfeministischer Block mit dem grünen Finger losgegangen, weil unabhängig davon, welchen Körper wir haben, wir wollen, dass unsere Aktionen zivilen Ungehorsams für alle möglich sind, also dass alle mitmachen können. Denn wenn wir gemeinsam zusammenhalten, dann sind wir stark und dann sind wir mutig und dann kommen wir wie jetzt gerade hier in die Grube und setzen uns mit unseren Körpern für Klimagerechtigkeit ein. Und es fühlt sich gerade total großartig an, hier an diesem Ort der Zerstörung den Bagger anzuhalten. Denn mich macht das unglaublich wütend, dass wir in Deutschland immer noch Braunkohle verbrennen und zwar weiterhin auf Kosten von Natur, wie man hier sieht, aber auch auf Kosten von Menschen. Und zwar vor allem von Menschen im globalen Süden und auch die Arbeitskraft halt von Frauen, also so Sorgearbeit, die strukturell in unserem System ausgebeutet wird. Und deshalb wollen wir Klimagerechtigkeit, das bedeutet halt ein Systemwandeln. Wir müssen mit dem kapitalistischen Irrsinn aufhören, der immer auf Kosten von Menschen und Natur geht. I'm here in the Rhineland for the third time, in the Rhinelands in Germany. I'm from Denmark and so I'm happy finally to be here in the mine again and show actually where the climate is negotiated. It's just not around this corner where the COP negotiations are taking place, but actually right in this place. And you see how many people made it here and once again came to the Rhineland to show that climate change is happening already and it's us who's going to do something about it. And I came here with the queer bloc to show that all of our struggles are connected. This is just one of the big climate emitters, but we also have to look at agriculture, we have to look at the car industry, we have to look at all these structures that make it impossible for us to do something about climate change. And it's us who's going to change this thing and not the people sitting around the corner negotiating for the 23rd time. It's us here in the Rhineland and we're going to take it in their own hands as we did for the last couple of years and we're going to continue and we're going to broaden out this movement.